Ein Stück Magdeburger Architekturgeschichte sagt langsam Tschüss. Der blaue Bock geht Stück für Stück, also Platte für Platte. Das einstige Schwesternwohnheim war schon lange nur noch ein Schandfleck, jetzt wird der Bau für alle sichtbar abgerissen. Zugucken geht dabei auch bequem von daheim, denn im Internet haben die städtischen Werke einen Livestream eingerichtet. Die SWM sind der neue Eigentümer und bauen auf dem Gelände ihren Firmensitz.